Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Und so wirklich Ahnung, wie das geht, habe ich immer noch nicht. Deswegen habe ich jetzt auch aufgenommen, damit es jetzt wieder eine ganz unnötige Aufnahme ist. Nein, Andi müsste jetzt wissen, wie das geht. Letztes Mal habe ich es zumindest geschafft, weil ich es mal offscreen probiert habe. Und ich habe jetzt einfach gerade so gestartet. So richtig random und sowas. Ich muss den mal nur irgendwie... Aua! Scheiße. Anvisieren können. Ich hoffe... Ja, ist ja toll. Ich hoffe, ich krieg's jetzt auch noch hin. Ja. Ich krieg's momentan wohl nicht hin, wie es aussieht. Ist ja auch ganz nett mal, dass man es nicht hinkriegt. Scheiße. Aber Leute, habt ihr gesehen, so geht's mit dem Adrenalinkrams. Ich hab bloß zu spät, also zu früh, meine ich. Gut, das war zum Beispiel schon mal gut. Bloß jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie an Medikamentenkrams kommen, zum Beispiel Ratiofarm Hustensaft oder so, weil sonst sterben wir ganz schnell. Wisst ihr, wenn ihr Hustensaft und keinen Hustensaft kriegt von Ratiofarm, dann seid ihr dran. Scheiße, 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 nein! Scheiße. Er war schon zu dicht dran, aber egal. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Okay, das war ein super Treffer. Besonders wenn es immer rot wird. Ne? Habt ihr ja gerade gesehen, die Kreise übereinander. Dann ist es immer am besten. Wenn es blau wird, dann ist das richtig schlimm. Scheiße. Das war ein bisschen blöd gerade. Werden wir jetzt sowieso nicht schaffen. Ich weiß nicht, inwieweit ich den gerade ging, aber, ne, oder? Ich weiß gar nicht. Und ich kann auch gerade gar nicht so Witze machen, weil ich mich irgendwie, warum auch immer, ich weiß auch nicht gar nicht warum. Aber ich muss mich so ein bisschen konzentrieren. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf komme. Keine Ahnung, war nur so eine Intuition, stimmt bestimmt gar nicht. Wisst ihr, ich mache das hier gerade mit dem rechten Zeigefinger. Was sollte das jetzt heißen? Egal, auf jeden Fall war es ziemlich gut. Und das war auch wieder sehr gut. Schießen wir einfach noch mal ein bisschen auf ihn. Komm jetzt, schnell. Ich sage es ja ganz einfach. Das in der letzten Folge habe ich absichtlich gemacht. Ist ja vollkommen klar. Nicht, dass ich das nicht gekonnt hätte oder sowas. Das wäre ja unlogisch. Ich kann ja alles sofort. So. Oh, ich verkrampfe hier gerade voll meine Hand. Das ist ja schrecklich. Aber egal. Macht ja gerne für euch. So, komm, das ist nicht mehr viel. Wenn wir Glück haben, können wir das sogar noch schaffen. Aber so ganz sicher bin ich mir da nicht. Mal sehen. Müssen wir aber hinkriegen. Komm. Einmal noch. Scheiße. Das war nicht so gut, aber egal. Ein bisschen Leben haben wir ihm, glaube ich, trotzdem genommen. Das muss jetzt eigentlich das letzte Mal sein. Oh, Leute, wir haben es geschafft. So, jetzt mach ein bisschen Nickerchen hier. Dann streichel ich dir nochmal über die Nase. Scheiße. Lecker. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt alles nochmal von vorne machen müssen, oder? Weil das wäre jetzt ein bisschen blöd. Ja, super. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass wir schon wieder Tasten drücken müssen. Wisst ihr? Immer diese mit den Tasten drücken. Das macht mich voll. Ne? Und so Zwiebelbrei im Kopf. Runter. Hoch.
Ja, der hat so ein bisschen meine Architektur gerade kaputt gemacht. Ist eigentlich ein bisschen traurig. Hier, wisst ihr, schön war das eigentlich, ne? Habe ich mir extra so anfertigen lassen von Harald Löckler. Warum komme ich hier nicht hoch? Ey, ich will nicht auf den dicken Wanz hier draufklettern. Oh, das ist das letzte Zahnrad. Oh Gott. Supi. So, mal ganz kurz gucken, ob noch was hier unter Wasser ist. Oh, wir brauchen unbedingt... Warum haben wir ein Vollleben? Hä? Egal, wir gucken mal, was hier hinten ist. Irgendwo muss es da ja hingehen. Wahrscheinlich ist da jetzt eine Tür und ich ersaufe hier. Keine Ahnung, wo ich hier bin. Nein. Mann, Mann, Mann. Immer diese Lara hier. Das ist unglaublich. Was sagt denn ihre Mutter? Adelheid. Heißt bestimmt... Habe ich übrigens schon mal erlebt. Erlebt übrigens. Habe ich das schon mal erlebt, Leute? Habe ich schon mal... Nein! Habe ich schon mal erwähnt, dass wir Leben brauchen? Nö, ne? Nicht so, dass ich wüsste eigentlich. Ach, man kann dann noch... Ach so, ja klar. Man kann nicht von da drauf springen. Das ist ja vollkommen verständlich, dass das nicht geht. Mann, wie dumm ist das denn? Komm ich... Ah ja, super. Super, super. So, hier oben ist jetzt noch... War jetzt aber nicht nur das Verbandsteil hier, oder was? Nee, hier geht's noch weiter hoch. Hoffe ich. Ja, ja, ja. Da auch? Nee, natürlich nicht. Nein! Ah, gut. Ja, ja, war alles geplant. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier vielleicht sogar lang müssen, weil... Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist der andere Weg ja jetzt unpassierbar oder so. Da liegt noch Muni. Ach, Mensch, hätte ich mal aufheben sollen. Wahrscheinlich liegt da auch noch irgendwo Leben. Aber, naja, ist ja auch egal. Ja, wir brauchen kein Leben. Wir kommen auch ohne Leben zurecht. Sterben wir halt ein bisschen. Sind wir ja nicht tot durch Sterben. Nee, ich glaube irgendwie wirklich, dass wir nicht anders zurückkamen. Oder es ist eine Abkürzung. Eine totale. So. Jetzt nach hinten hier. Wisst ihr, ich bin selbst gerade von mir erstaunt. Also nicht, dass ich das sonst sowieso immer bin, weil ich ja der Pro bin. Aber, wo sind wir hier? Dass ich das so schnell geschafft habe, das habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Das ist ja der erste Versuch gewesen. Und trotz so wenig... Wurzeln, voll eklig. Trotz so wenig Leben haben wir es ja doch noch ganz gut gemeistert. Kann mich übrigens hier dran erinnern, aus dem ersten Tomb Raider-Teil. Aber da lag hier auf jeden Fall ein Zahnrad. Aber ich bin dann der Meinung, wir haben doch alle oder brauchen wir tatsächlich noch eins? Ey, wäre jetzt auch wirklich ärgerlich gewesen, wäre ich jetzt zurückgegangen und wir hätten da noch eins gebraucht. Und ich hätte wieder hierher kommen müssen. Wäre doof gewesen. Oh, ich dachte schon. Mann, Mann, jag mir keinen Schrecken ein hier. Was soll denn das? Wo willst du denn hier hin? Hallo Lara, sag mir mal Bescheid. Hä? Bin ich denn hier? Ach so. Klar. Ja, Leute, wir wären tatsächlich nicht zurückgekommen. Da war ja was eingebrochen. Und so waren wir ja die Schräge da nicht, ne? Ihr wisst schon bestimmt, was ich meine. Weil ich weiß es selber nicht. Guck mal, sieht doch fast aus wie eine Zimmerlampe, ne? Irgendwie so ähnlich. So, hier hängen so ein paar Fingernägel von der Decke runter. So, keine Ahnung, wo wir jetzt hinkommen. Habe ich mit Absicht gemacht. Mann, du Dumme, ey. Immer sie wieder hier. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich springe einfach zurück. Ah ja, hat ja geklappt. Ja, ich war hier schon, glaube ich. Komm mir irgendwie so ein bisschen bekannt vor. Aber... Nee, Moment, hier muss ich wieder lang, ne?
Ja, ich wollte gucken, was da unten ist. Ich bin ja Heimwerker von Hör mal, wer da hämmert. Und ich dachte eigentlich, da wäre was kaputt gewesen. Scheiße, Mensch. Da liegt noch. Na, Muni brauchen wir ja jetzt nicht, glaube ich. So, kommen wir hier jetzt irgendwie hoch? Wäre freundlich. Licht. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, ne? Gut, Schrot brauchen wir immer noch nicht. Wir haben zwar noch gar keine Schrot, aber egal. Hä? Ich glaube, ich. Ach nee, tatsächlich sind wir hierher gekommen. Stimmt, das war ja das mit dem Bär, den ich so ein bisschen mit Wolf und Ziege verwechselt habe, weil eine Ziege sieht immer aus wie ein Bär, hat auch so ein Bart und macht immer Mäh. Wie so ein Mähdrescher. Aha. Ja, Gott, bin wieder lustig heute. Oh, cool. Mach nochmal. Tu's für mich, Baby, los. Macht sie nicht, die ist blöd. Zappt. Der kein Geld bezahlt. So, da hinten müssen wir das einsetzen. Stimmt, ich habe schon wieder vollkommen vergessen, wo das hin musste. So, hier können wir ja jetzt rüber. Nein! Ja, schön, dass sie dann noch ins Wasser fällt. So hättest du auch gleich ins Wasser springen können. Madame, warum hat die sich nicht festgehalten an dem Kackteil? Ist sie ein bisschen doof im Kopf? Ein bisschen. Mann, Mann, Mann. Jetzt muss sie da wieder durchklettern. Och Gottchen. Och Gottchen. Das ist ja alles hier, Roberta Bieling-Style und so. Die musst du da dran können. So. Sag ich doch. Klar, jetzt müssen wir trotz allem runter, glaube ich. Nein, ich will, dass du einen Körper machst. Komm schon, das willst du doch auch. Ablief! Warum schreit die denn dann noch? Mann, das verstehe ich nicht. So, jetzt müssen eigentlich nochmal Wölfe kommen. Das wäre noch die Krönung. Oder Ziegen. Attacke der Ziegenpadawane. So. Nein, spring drüber. Spring, spring, spring. Los! Und los! Nein! Warum hat die sich denn da jetzt nicht festgehalten? Da war doch noch voll Leiter. Mensch. Boah, hab ich einen Hunger gerade. Ich habe noch gar nichts gegessen heute, glaube ich. Habe ich vergessen. So, hoch hier. Ja, bing, bing, blüng. So, wie geht's weiter? Hier lang, glaube ich. Ja, genau, da. Ja, da. Ja, okay. Ja, da, vorbei. An Rom, da. Gut. Ja, ist ja toll. Muss es sich natürlich auch immer erst mit den Füßen irgendwo aufstützen. Komm, dreh dich ein bisschen hier jetzt mal. Bisschen schneller, wenn ich bitten darf. So, da setzen wir das andere noch ein. Nee, eigentlich das Tagebuch. Nee, die auch nicht. Das Tagebuch. Hallo. Ey. Der Mechanismus an der Mauer ist mit dem Wasserfall verbunden. Hä? Ja, du solltest das eigentlich daran machen. Wisst ihr, kennt ihr das, wenn eure Gedanken nicht in eurem Gehirn gespeichert werden, sondern in eurem Tagebuch? Ja, ich auch nicht. So, ich hoffe, wir konnten da gleich irgendwie anders Tor. Da muss doch jetzt eigentlich noch voll Wasser durchlaufen, ne? Genau, durch die Augen. Ja, gut, okay. Wir können da unten jetzt lang, aber eigentlich bin ich der Meinung. Ey! Ja, ich würde ganz gerne hier nochmal runterkommen, lebendig. Da drauf springen, bin ich bestimmt tot. Ah! Oh, cool. Trampolinstein. Ja, Gott, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Nicht so lange, glaube ich. Keine Ahnung. Naja, doch ein bisschen schon, aber das müssen wir jetzt wenigstens noch schaffen hier. Egal. I believe I can fly. Ja, schrei mal. So, ich wollte eigentlich nochmal da hochgucken, weil ich, wie gesagt, immer noch der Meinung bin, dass da irgendwo eine Schrotflinte sein muss. Ja, ich habe bloß keine Ahnung, wo. Hey, Sashimi, du hast nie Ahnung von irgendwas, du kleiner Blödarschviech. Ja, danke für die Beleidigung. Höre ich immer sehr gerne. Bin ich euch zutiefst verbunden, deswegen. Lara bestimmt auch. Die heult jetzt bestimmt ganz dolle in ihre Nasennebenhöhlen. Was ist das denn?
Ja, wahrscheinlich sollten wir hier nicht mehr zurück. Deswegen auch das Holzteil da im Weg. Weil wir dann ein Problem haben. Wenn Lara dagegen gespielt wird, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen buggy, aber egal. Dann holen wir eben nicht den Buggy, dann holen wir eben die Karre raus und dann geht's ab. Ach, das wäre lustig. Wisst ihr, das verstehen nur Mütter, diesen Witz. Haha, Buggy und Karre, lustig. Wisst ihr, ich bin ja auch werdende Mutter von 7 Kindern gleichzeitig. Jonathan, Jacqueline, Yvonne, Paul und Zwiebelwurst. Das waren, glaube ich, nur ein paar weniger als 7, aber egal. Die anderen haben auch ihren Namen. Nein, was machst du denn da? Mensch. Ich bin der Meinung, dass hier eigentlich irgendwo die Schrotflinte zu finden sein müsste. Aber nein, natürlich nicht. Hier liegt ja natürlich nichts. Ja, dreh schneller los. Ja, ein paar Mal rumschwingen. Ich könnte das auch. Das tut auch gar nicht in der Hände weh, aber egal. Aber was bringt denn das? Wir kommen doch jetzt hier nur wieder zurück, wo wir schon waren. Naja, egal, Leute. Wenn er... Na, es bringt ja jetzt auch nichts, wenn er mir einen Tipp gibt. Geben, tuten, tun. Nur mal so rein aus... Ach so, Leute, wartet mal. Wir können jetzt ganz normal schwimmen, was eigentlich gar keinen Sinn macht. Aber da ist eine Höhle unter. Und ich habe so das gute Gefühl. Was ist denn das da? Kerobecher, antikes Trinkgefäß, oft für Shisha und andere alkoholische Getränke verwendet. Außerdem setzt... Die Inka... Ja, okay. Gut, das war übrigens jetzt mal das Artefakt. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht haben, sondern ich hätte jetzt viel lieber eine Schrotflinte gehabt. Scheiße, Leute. Erstens habe ich keine Ahnung, wie wir jetzt aus dem Wasser wieder rauskommen. Ach so, okay, dann verstehe ich. Ach Mensch, wo ist denn die doofe Schrot? Oder finden wir die erst später? Kann natürlich auch sein, ich nicht wissen. Egal, ich wollte mich einfach nur nochmal so umherschwingen, weil es uns Spaß macht. Und jetzt lassen wir uns hier mal runter. Nein! Ah gut, das ist ja Wasser. Super. Wollte gerade sagen hier. Kommt ja nicht eigentlich noch dieser Fuzzi? Der alte Fitzgerald, ja. Dingsbumsvertreter. So, Artefakte haben wir übrigens überhaupt keine gefunden, aber dafür Reliquien. Ich wusste ja, wo eins ist, aber irgendwie kamen wir da ja nicht hin. Eine Stunde und 16 Minuten, ziemlich viel Zeit eigentlich. Kill 17, Vorräte 11, Artefakte 0 von 2, Reliquien 1, gemeisterte Zeitspiel, nein. Outfits und Reliquien, ah, wir haben Outfits gefunden. Den nennen wir einfach keine Ahnung. Blau. Schimmel. Zitronen. Wurst. Käse. Hört sich auf jeden Fall sehr appetitlich an. Können wir eigentlich zurückgehen? Wir können jetzt tatsächlich noch zurück, glaube ich. Na, wahrscheinlich stürzt gleich irgendwas ein, sodass wir gar nicht mehr zurück können. Das Grab von Qualopec. Hört jetzt übrigens nicht einfach an. Nur mal so zur Info. So, Leute, und ich glaube, hier beenden wir dann mal den Part. Und wenn er Glück... das wird dann so passieren, wie ich gerade gesagt habe. Und dann verabschiede ich mich mal. Nein, wenn ihr Glück habt, oder wenn ich Glück habe, und wenn ich Zeit habe, und wenn ich Lust habe, kommen heute sogar zwei Parts. Und zwar einmal Mafia, einmal Tomb Raider, der hier, und dann noch ein Mafia-Part. Ich habe jetzt eine 100.000er Internetleitung, Kabel Deutschland, habt ihr alle schon erzählt. Ich habe mir extra so ein... teures Gaming-WLAN-Kartenteil gekauft, weil jetzt der Router hinterm Fernseher steht und ich da jetzt keine LAN-Verbindung
ziehen kann durch tausende Räume. Deswegen WLAN, irgendwie 80 Euro WLAN-Karte, keine Ahnung, kann man ja mal verkraften. Egal, auf jeden Fall habe ich eine höhere Geschwindigkeit, deswegen kann ich auch mehr und schneller uploaden. Deswegen könnte es sein, dass heute auch mal zwei Parts kommen. So, die hat übrigens ganz geile nasse Unterbeine. Oh, geil, oh, die glitzert ja alles. Naja, die guckt sich hier ein bisschen um. Sieht immer sehr freudig aus, auch wenn sie ein paar Mal gestorben ist. Egal, wäre ich auch fröhlich danach. Egal. Ich sag übrigens ganz oft egal. Bis denn. Ja, ist ja okay. Tschüss.